Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Sam Nest oder herzlich willkommen bei Abonacho. Ich habe jetzt erstmal kurz was getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, warum gehen wir nicht einfach gemeinsam nach Hause? Ist ja wurscht. Da gehe ich besser nicht lang. Nein, nein, das kennen wir schon. Gegen so dumme Tode habe ich eigentlich auch nichts. Das ist immer so ein ganz kurzes Kopftisch. Ja, aber es ist ja so mein eigener dummer Tod. Der ist dann auch irgendwo dann wieder witzig. Mhm. Meine Leichtathletik ist gestiegen. Ach, wie nett. Die kann ich jetzt eigentlich mal wegmachen. Ich brauche das Zeug, was da drin ist, nicht? Was hast du denn? So, aber dann bin ich so los. Ja. Sieht aus, als könnte ich wieder ernten. Sehr schöne Sache, das. Was mache ich denn jetzt hier? Egal. Ich wollte das Minibike bauen. Und da ist jetzt, der Rest ist jetzt wurscht. Da kann ich das mal hier. Das brauche ich dafür nicht. Das brauche ich auf gar keinen Fall jetzt. Das werde ich brauchen. Das brauche ich. Ach, ist doch genug Platz hier. Leg meine Füße. Ich mache es erst fertig. Und warum lasse ich das jetzt unten? Weil, egal. So. Hand. Was mache ich denn? Hä? Mach schon wieder. In der Workbench, natürlich. Ja, es wird in der Workbench gemacht. Also, dann lege ich mir das jetzt erstmal alles hier rein. Aber da wissen wir mittlerweile, Dankeschön. Auf die einfachsten Sachen kommt man nämlich eigentlich nie. Wissen wir mittlerweile, Minibike-Sachen jetzt hier hin. Ehrlich. Leuchte. Das brauche ich dann. Ich lege das nur kurz hier rein. Ich gehe damit gleich, wenn ich alle Sachen zusammen habe, dann gehe ich zur Workbench. So, zweimal Leder. Dann zweimal Kleber. Habe ich nicht Kleber in der Tasche gepackt? Ich glaube. Klebeband. Die können wir auch mal austauschen. Passt. Also, zweimal Klebeband. Außerdem einmal Mechanical Parts. Nicht Electric, Mechanical. Okay. Und 6 kurze Eisenrohre. Das kriegen wir auch hin. Haben wir. So, dann brauche ich hierfür das Ding, zweimal Klebeband. Den. Ich brauche dafür nochmal. Hä? Okay, ich hatte mich eben verguckt. Zweimal Klebeband nochmal, da haben wir sie. Außerdem den Scheinwerfer. Ja, da brauche ich die Electric Parts für 5 Stück. Haben wir. Und mache ich ja, wenn ich nicht irre, auch in der Workbench. Nochmal 2 kurze Eisenrohre. Und dann den Sitz noch. Den Sitz noch. Den sollte ich vielleicht auch nicht vergessen. 4-mal. Ach du Schande. Das habe ich nicht mehr. Doch. Aber da muss ich neues herstellen. Aber das brauche ich jetzt nicht. Das kann ich dann später machen. So, außerdem 7-mal Leder. Dafür hatte ich das da drin. Jetzt weiß ich es wieder. 3-mal Cotton. So. 3-mal Cotton. Und 4 kurze Eisenrohre. Ja, passt doch. Ist doch. Ist doch mal super. Und der ganze restliche Kram. Das heißt beim Leder, nur für den Fall, dass ich mich verzielt habe. Das bleibt noch drin. Aber alles andere, sowas. Das und das bleibt drin. Und der Sprit bleibt auch drin. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das. Okay, das bleibt drin. So. Der Sprit. Okay, und das kann auch weg. Super. Dann können die Tausender, die der Sprit hier unten hin. Passt doch. Ja, die ist wieder warm, weil, weißt du. Das alle reinpacken. Das reinpacken. Das reinpacken. Und das reinpacken. Jetzt kannst du mal aus. Nö, kannst du einfach. Eigentlich kannst du weiter. So. Das war das erstmal drin haben. Auf zur Workbench und Minibike bauen.
Ja, jetzt kann ich das eigentlich auch wieder mitnehmen, oder? Ist eigentlich wurscht. Dort. Wo ist denn die Workbench? Da ist sie ja. Zeig mir mal auf der Karte. Dankeschön. Hier sagt er, das sind die Klimaanlagen. Da ist die Workbench. So. Dann, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich mit dem Minibike durch die Gegend fahre. Ist auch, Kaffee und Bier hat ja so, das eine ist zum Laufen, das andere ist zum Dingens. Ehrlich gesagt, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Ja, ich hatte es schon fertig. Ah, ich kann aber. Ich hab da jetzt. Oh Mann, ernsthaft? Das ist doch. Aber der Korb hat noch gefehlt. So, es ist sogar voll betankt. Wie schön. Blaue Reifen. Eine schlechtere Batterie. Und was sagt der Motor? Könnte ich auch einen besseren reinpacken. Na, zumindest das nochmal. Okay. Alles kein Ding. Alles kein Ding. Dann schmeißen wir das jetzt alles in. Oh Gott. Ja. Was habe ich gesagt? Bevor ich das Minibike. Pass mal auf, unten steht eins. Ja, unten stand eins. Ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, du Depp, du hast ja recht, geh doch einfach mal runter und holst sie. Ach. Okay. So, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt, uninteressant. Ich weiß, wo sie ist, aber ich lasse mal drin. Den Trailer. Ja. Zeig mal den Operkarte an. Dum di dum di dum di dum di dum di dum. Da wollen wir als erstes einfach einmal hin. So. Machen wir das. Moment nochmal. Das, was ich überhört, einfach, was ich eben gemacht habe. Ich weiß gar nicht warum. Will ich nicht, mache ich nicht. Ich habe nichts gemacht. So. Komm her, das ist ein Crossbike. Du kannst auch etwas hier runter. Wo haben wir es denn? Juhu! Was soll ich dazu sagen? Da fällt einem nichts mehr zu ein, aber auch gar nichts mehr. Das ist dann wieder dieses Kopftisch. So. Hau weg den Dreck. Nee. Vor allen Dingen, man hat es irgendwo im Hinterkopf. Ich glaube, du hast das schon gemacht. Weißt du, so hat man es im Hinterkopf dann. Man guckt sich aber nicht um. Wo könnte man das denn logischerweise hinstellen? Natürlich nicht direkt vor der Tür. Auch des Bugs wegen. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Wenn man so auf Erde stellt oder auf dem Gras, dann ist er einfach mal weg. Deswegen hatte ich es ja da oben dann hingestellt, denke ich mal. Nehme ich an. Und solche Geschichten. Ist der das schon? Ist der so nah? Der ist doch viel weiter weg. Oder ich bin einfach jetzt schnell unterwegs. Ja, heißt auf jeden Fall, wir können auch mal größere Strecken fahren. Und einfach mal schauen. Was ich übrigens auch gemerkt habe, wo ich jetzt so viel ja wieder am Spielen bin. Also mit der, auch mit der elektrischen Verteidigung, ist es nicht so einfach, die Zombies einfach mal wegzuhalten. Doch, das ist er doch. Der ist ja näher, als ich dachte. Das Schöne ist, da ist ja noch ein bisschen offen. Und dann ist gut. Hätte ich den ganzen Müll einfach mal mitnehmen können, weil auch da, danke Josie, einfach den ganzen Schrott, was ihr habt, was ihr sowieso nicht braucht, einfach an den Händler verkaufen und dann skillt ihr den hoch und dann kriegt ihr auch bessere Sachen. Den ganzen Schrott einfach mal mitnehmen können. Was mich aber momentan interessiert, ist ja mal das da. Ich habe es direkt gefunden und natürlich. Ist sie kaputt. Warum auch nicht. So. Mach mal weg.
Mach mal B-Punkt speichern. Hätte ich eigentlich schreiben müssen, Händler 2 Kappes. Weil der ist Kappes. So. Jetzt muss ich mal, da jetzt ganz runter wäre auch blöd, ne? Ich kann eigentlich mal hier hochfahren. Das mache ich jetzt auch mal. Bleib mir bloß von meinem Bike weg. Ich werde stinkig. Na, kommst du zu mir? Nee, du bist hinterm Baum. Dann beschäftige ich mich jetzt auch nicht mit dir. Nein. Ich möchte andere Sachen machen. Ich sollte nur vielleicht eventuell vorausschauenderweise mal was anziehen. Und dann kann ich auch gleich mal gucken, ob ich dort eventuell einen Einkaufskorb finde. Und wenn ich jetzt nochmal Harry unterwegs sehe, kann ich den ja auch mitnehmen, obwohl das natürlich mit Einkaufskorb vielleicht besser wäre. Sowas mag ich übrigens in der Realität auch unheimlich gern, wenn man so ein Feldweg hat, der durch den Wald durchführt und es ist so richtig fett am Schneien. Ich mag sowieso, also Winter, wenn Schnee fällt, so richtig schön, mag ich unheimlich gern. Nur ohne Schnee mag ich es nicht. Weil die Kälte ist irgendwie eine andere. Also wenn der Schnee fällt, dann spürst du die Kälte nicht so, habe ich das Gefühl. Also ich selber. Als wenn halt diese elendig trockene Kälte hast. Wenn es halt... das finde ich auch immer lustig mit dem Licht. Dass das dann mal ab und zu einfach mal so woanders hingeht. Einfach mal weiter tuckern, ne? Ich sollte den Mod vielleicht auch mal erweitern, dass man sowas wie Kälte auch auf dem Minibike angezeigt kriegt. Was auch schön wäre, wäre, wenn man die Map vom Minibike aus aufrufen könnte, weil es ergibt einfach keinen Sinn, dass man es nicht kann. Das ist irgendwie total sinnvoll. Ich kann ja, wenn ich im Auto oder auf dem Motorrad sitze, auch eine Landkarte aufmachen. Das ist ja nicht das Problem, insofern man das heute überhaupt noch tut. Also natürlich nicht während der Fahrt. Also das wäre dann... Aber zumindest, wenn es halt so, ne, nicht wahr, es steht. Müsste man also Bewegungsabhängigkeit des Bikes in die Abhängigkeit des Bikes setzen. Das ist ja auch so vieles, wenn man da irgendwie was ändert, hat er halt auch etwas mit Abhängigkeiten zu tun. Und das muss man halt immer bedenken. Aber irgendwann werde ich das bestimmt mal machen. Ich habe jetzt erstmal den Mod so für mich fertig gemacht, dass ich die wichtigen Informationen auf einen Blick habe. Das war mir wichtig. Da finde ich es auch wirklich gut, dass euch der so gefällt. Offensichtlich haben wir da ähnliche Prioritäten. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, den Tag 21, den verbringe ich jetzt nicht auf das Kleine. Obwohl es interessant wäre, vielleicht sollte ich es doch tun. Es wäre ja interessant zu sehen, ob das Ding jetzt dann mal zusammenfällt oder nicht. Und da würde ich tatsächlich auch allein, um das einfach mal zu testen, den Tod gerne mal, den Ingame-Tod dafür gerne mal in Kauf nehmen. Jetzt in dieser, die 16.3 sollte jetzt so ewig lang nicht mehr auf sich warten lassen, denke ich mal. Und dann müssen wir sowieso noch, dann machen wir es auch gleich richtig, was das Skillen und so weiter betrifft. Ich habe ja jetzt schon, wenn ich unten bin, weniger das Problem mit dem Ausgleich der Stamina beim Kloppen von Steinen und solche Sachen. Das gleicht sich im Großen und Ganzen aus, noch nicht hundertprozentig, aber so nah dran. Und das reicht ja um da durchgehend. Ja, da haben wir doch eine Stadt. Das ist doch schön. Das ist doch das, was ich wollte. Wollen wir direkt mal gucken, ob wir einen Korb kriegen? In diesem Falle bitte schön aus dem Laden und nicht von einem Mädel. Da kriege ich genug, das brauche ich nicht. Da habe ich genug von. So. Nee. Jetzt. Die treffen nicht mehr so gut. Wieso nicht? Finde ich gut. Gefällt mir. Nachtsichtgerät wäre auch nicht so übel, ne? Die sind ja beim Händler so scheiß teuer. So, dann brauche ich regelmäßig sowas.
und sowas. Das brauche ich oft. Und hau weg. Morgen. Ist manchmal auch interessant, ne, dass so gar keiner drin ist. Und da haben wir zumindest schon mal Mülleimer. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Jetzt habe ich beim Händler nicht geguckt, ob der irgendwie Antibiotika hat. Ich hätte ja mal gucken können. Wie? Auch in der Küche keiner da? Dann gehe ich mal gucken. Mal so einmal durchwühlen. Und vielleicht sollte ich mir einfach mal das Ding in der Hand nehmen. So, alles einmal durchgeguckt und tschüss. Hallo Häschen, warte ich. Nee, nein. Die sieht man echt mittlerweile selten und die sind so hübsch. Das sind die, obwohl die Würfel sind auch sehr gelungen. Bin ich. Ach, ging die Straße jetzt da auch weiter? Ich gucke jetzt erstmal hier. Flachdächer brauchen wir jetzt momentan noch nicht, weil erst dann, wenn es nötig wird. Books ist jetzt gerade mal uninteressant. Können wir später nochmal richtig gucken. Ne? Also momentan habe ich es ja doch eher ein bisschen eilig. Oh, gleich zwei Kirchen direkt nebeneinander. Guck mal an. Na, die werden wohl keinen Einkaufskorb haben. Die haben ganz andere Geschichten. Und hier hat sich das dann mit der Stadt schon wieder erledigt. Okay, dann fahren wir mal andersrum. Dann haben wir zumindest schon mal den Eingang. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Hose aus und wieder kein Platz. Wäre so viel knattern, aber er ist auch weit genau weg. Gut, dann fahren wir die Straße nämlich jetzt einfach nochmal runter. Dann mache ich jetzt hier. Wo bin ich reingekommen? Hier bin ich reingekommen. Okay, Stadt 3. Ich glaube, Stadt 2 habe ich schon. Und das Symbol kann ich später immer noch ändern. So. Zack. Und alles, was ich nämlich hier finde, an Buchläden und so weiter, das mache ich dann ST3 und dann Buchladen oder was auch immer, also Books und so ein Kram dahinter. Jetzt in diesem Moment interessiert er mich nicht so sonderlich, weil ich bin nass. Jo, das ist nicht so schlimm, wenn ich eh schwitze wie Hulle. Dann ist das alles nicht so wild. Da war ich ja drin. In der Model wäre ich nicht unbedingt, wie ich ein Talent dafür habe. Wie ich ein Talent dafür habe, das ist herrlich. Ich habe ja nicht viele Talente, aber das gehört dazu. So. Jetzt dürfte mir gleich wieder sauer kalt werden. Das ist auch ein schönes Haus. Und da ist die Stadt auch schon wieder zu Ende. Nani? Das kenne ich noch gar nicht. Das sieht ja auch schick aus. Okay, dann fahren wir jetzt mal hier hoch und die nächste wieder rechts ab. Jürgen. Mal gucken, was wir da jetzt finden. Ich habe mich auch irgendwie mit den neuen Symbolen für die Buchläden und so weiter noch nicht so richtig angefreundet. Zumal ja diese bei den kleinen weißen Häusern. Okay. Das ist aber eine sehr kleine Stadt, wa? Ich habe doch eben... Ach, da hinten sind große Gebäude. Ich meine doch. Mit größere Gebäude gesehen. Ah. Was haben wir da denn jetzt? Was ist denn das nochmal? Burgers und Shakes. Ja, vielleicht könnte ich Glück haben. Na Digga. Ich versuche mal direkt zu treffen. Hat funktioniert. Ich will eigentlich auch nur kurz ein Körbchen. Deswegen einmal reinsprinten und einmal wieder raus. Obwohl, das Leder ist auch interessant. Ne? Was hast denn du mit? Oh, Holz. Auch kein Körbchen. Hier liegt da gerade auch mal auf die Schnelle nichts rum.
Was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem? Oh, ein Safe, wie nett. Ich will einfach nur ganz gern... Jetzt bin ich aber doch verwundert, dass es plötzlich nur so wenig Schäferlinge gibt. Warum in den großen Gebäuden so wenig und in den kleinen so viel? Das ist ja, so. Ach so, verstehe. Naja, aber können wir mal hier reingucken und eine Schiene. Oh, die brauche ich online ziemlich häufig. Ich habe noch nicht so oft die Knochen gebrochen wie da. Ich weiß nicht warum. Komme ich denn da jetzt rein? Ah, da ist die Tür. Vielleicht habe ich ja Glück. Jetzt sollte was zu trinken und essen, sagst du? Ich kann's ja gleich mal versuchen. Vielleicht kriege ich das noch hin. Naja. Nun bleib locker. So schlimm ist das nicht. Der Safe, der soll mich auch erstmal eigentlich eher nicht interessieren. Da ist noch einer. Na, die haben ja viel. Weil ich denke mal, da wird wieder so waffentechnisch oder irgend so Kram drin sein, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. So, was haben wir hier? So gesperrte Kisten mag ich ja gar nicht, die müssen erstmal geöffnet werden. Auch nicht das, was ich brauche. Ihr könntet ja mal so nette Sachen drin haben, das wäre nett. So, wieder kein Körbchen gefunden. Ach, da geht's ja gar nicht lang. 1937. Nicht sehr gut eingeschätzt, die ganze Lage. So zeittechnisch. So, und eigentlich war ich aber... Das ist ja wirklich auch eine sehr kleine Stadt, ja doch. Eigentlich war ich ja da vorne, wo ich rein wollte. Aber das kann ich auch hier machen. Wo... Was ist das denn hier? Ach, das ist das Motel. Ja, aber dann war ich da nicht hier schon? Da vorne ist doch der Buchsladen. Oder was? Und da vorne? Ja. Okay, wenn das nur dieser eine stimmt, dann fahre ich jetzt hier einmal so quer rüber. So geht. Das ist aber, sieht aber komisch aus. ST3. Book. Book einfach machen. Fertig. Und so weiß ich dann auch immer direkt die Zugehörigkeit. Ich wollte hier einfach mal rüberfahren, habe ich gesagt, ne? Was sich gerade als merkwürdig schwierig gestaltet. Hier komme ich ja gar nicht hoch. Aber hier, eventuell, vielleicht. Läuft. Weil ich ja hier... Cracken! Okay. Den kenne ich auch noch nicht. Das ist mal wirklich... Sieht aus wie eine Bibliothek. Finde ich super. Das finde ich ja sehr schön. Halt ein Bubble, ich muss was machen. So. Warum ich jetzt den einen... Na gut. So, das ist aber nicht der große, das ist nicht der kleine, das ist ein M. Das ist Größe M, wie meine Kleidung. Nicht groß, nicht klein, irgendwie dazwischen. Ich muss noch mal gucken. Aber ansonsten, da ist ein Open-Schild dran. Wollen wir mal gucken, ob er offen hat. Wenn nicht, machen wir's. Weiß gerade nicht, was das ist. Ah, hier. Da einmal rumlaufen und gucken. Dachchen, bin gleich wieder weg. Oh, da in der Ecke ist nichts. Nächste Ecke. Meistens sind die Dinger in der Ecke. Da ist auch nichts. Ja, ich bin ja... Ich wollte ja nochmal gucken, ob du... Aber hast du nicht. Verstehst du? Dann bin ich auch schon wieder weg. Nee, ich muss ja nochmal rein. Warte mal. Nee, hier ist auch nichts. Tut mir leid. Ja, ich hab's halt gerade ein bisschen eilig. Ach, da hinten? Guck mal da, da geht's ja doch was weiter. Die sind echt gefährlich, wa? So, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich heute Nacht übernachte.
Das mache ich nämlich hier. Das ist ja so schlecht nicht. Und wenn ich ein Nachtsichtgerät hätte, dann würde ich tatsächlich... Das sind diese Jackpots. Da erzähle ich euch nochmal ganz kurz, warum. Aber da ist kein Stacheldraht. Ich würde das merken, wenn hier Stacheldraht wäre. So, da vorne gehe ich gleich drauf. Diese grünen Dinger da unten, die bringen ja ordentlich. Und weil die halt so in Massen davor sind, der ganze Block besteht ja aus denen, die bringen richtig viele Electronic Parts, Electronic Components. Und deswegen ist das ein echter Jackpot. Und vor allen Dingen, wenn dieses ganze Gedöns runterfällt, habt ihr noch recht gut Metall. So, ich werde mich jetzt hier einfach mal... Auch eine Leiter, eine. Ich glaube eine. Und zwei Seiten. Also zwei. So, und dann werde ich mich hier erstmal heute Nacht draufstellen. Und dann ist gut. Warum mache ich das? Ich wollte eigentlich so machen. Und warum brauche ich hier neuerdings eine mehr? Weiß ich nicht. So, und die unsere, die kann ja wieder weg. Sonst folgt mir jemand, der mir nicht folgen soll. Die zum Beispiel. Tagchen. Wir haben nicht so viel Zeit. Kommt ihr mit? Das ist schön. So. Einmal bitte runter. Einmal bitte alle runter. Alle runter. Du auch da hinten. Ach, der hat schon wieder nichts. Der hat nichts verstanden da oben. Der hat nichts verstanden. Ihr habt ja manchmal nette Sachen mit. Ich wollte euch runter haben. Wisst ihr warum? Damit ich raufkomme. So, dann kloppen wir den oben jetzt weg. Da kenne ich jetzt nichts. Und die Soldaten, die machen wir dann gleich anderweitig weg. So, Dankeschön. Ach, der ist schon weg. So, alles richtig gemacht. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf euren Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Also, bis dahin. Bye-bye.